Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Must-Duel-Game-Analyse, diesmal wieder zu Manadium Sprite. Das letzte Video kam zu Manadium Sprite letzten Monat, am 23. Dezember. Das ist, by the way, für mich heute, für euch ist das schon 2 Wochen her. Sollte das vorerst auch letzte Video bleiben? Ich habe gesagt vorerst, denn ich muss euch dieses Replay eigentlich noch einmal zeigen, weil es ist ein bisschen anders als sonst. Es ist wieder Manadium Sprite. Wir haben auf der Hand Maxi, Blinker Angler, Flinker Biber, Sprite Blau und friedlicher Planet Kalarium. Heißt, wir sind eher in Sprite drin als in unserem Manadium Gameplay. Sind als erster dran. Deswegen Maxi bringt uns da nicht wirklich was. Und das haben wir ausgewählt, nicht unser Gegner. Wir sind dran und aktivieren als erstes mal den friedlichen Planet Kalarium. Warum das? Schlichtweg, ich will eine Ash rausbeten. Mit Flinker Biber können wir ein Flinkmonster, den Flinken Angler, von unserem Deck oder von der Hand spezial beschwören. In diesem Fall von der Hand am ehesten. Und den Sprite Blau können wir dann auch noch beschwören, der uns dann den Jet sucht und so weiter. Das heißt, damit wollen wir die Ash rausbeten. Was wir auch tun, Ash wird rausgebaitet, aber ich habe bereits das Gefühl, er hat ein Maxi. Denn in meiner Draw- und Standby-Phase konnte er was aktivieren. Das kann eigentlich nur Maxi sein. Maxi nicht gut. Wir dürfen uns keine Manadium-Karte suchen. Und wir sind unter Maxis Effekt. Setzen verdeckt den Angler. In der Hoffnung, dass er glaubt, dass es eine der Manadium-Karten ist. Denn wenn er die im gegnerisch, also wenn er sie jetzt in seinen Spielzug zerstört und wir nicht mehr unter Maxis Effekt sind, dann würde der Field Spell die zerstörte Karte wieder reviven. Und zusätzlich würde halt das Manadium, das zerstört worden ist, einen anderen Manadium-Empfänger aus dem Deck specialen. Das heißt, hätten wir hier einen Manadium-Empfänger, dann würden wir eine Wall haben mit möglicherweise 3 Monstern. Möglicherweise, wenn es nicht negated wird. Aber in diesem Fall müssen wir hoffen, dass der Bluff funktioniert. Außerdem haben wir auch noch unser Maxi, was wir in seiner Draw-Phase aktivieren, um Triple Tactic Talents zu umgehen. Das funktioniert so halbwegs. Er setzt eine Karte verdeckt und aktiviert den Kashtira Fenrir. Sucht sich Kashtira Unicorn auf die Hand. Demnach vermute ich, dass er die Birth nicht auf der Hand hat. Keine Kashtira Geburt und auch nicht primär auf Kashtira spielt. Wir ziehen dadurch Visa Starfrost. Gar nicht mal so schlecht. Er aktiviert Mangilanika. Die Tiefseestadt, er spielt anscheinend, er holt sich den Tiefseetaucher auf die Hand, er spielt anscheinend Atlantean Kashtira, wie es aussieht. Er holt sich nicht die Tiefseetaucher auf die Hand, sondern legt sie oben auf sein Deck. Also weiß ich nicht, ob die Karte wirklich so gut ist. Aber sie hat ein paar ganz interessante Zweiteffekte, aber die sehen wir gleich. Er beendet den Spielzug, damit wir nicht mehr ziehen als nötig. Wir ziehen einen Manadium-Empfänger. Schön! Wir normen den Manadium-Empfänger und aktivieren den Effekt von Visa Starfrost. Wir können eine Karte, die wir kontrollieren, ein Monster zerstören. Dadurch specialen wir den Visa Starfrost. Das machen wir, wählen den Empfänger aus. Im Manadium glühend. Das aktiviert den Field Spell, der jetzt Manadium glühend wiederbelebt. Und Manadium glühend darf uns einen beliebigen Manadium-Empfänger aus dem Deck specialen. Manadium glühend aktiviert sich auch. Darauf aktiviert sich auch Fenrir. Wir haben den Effekt von Visa Starfrost aktiviert. Das heißt, er darf jetzt den Field Spell verbannen oder unseren Visa Starfrost. Was findet er schlimmer? Den Visa Starfrost. Das ist, naja, ganz okay. Hätte er den Field Spell verbannt, dann wäre der Effekt nicht aktiviert worden. Durch die Verbannung von Visa Starfrost können wir jetzt aber auch nicht in Astralaut leicht reingehen. Wir haben zwar noch einen Visa Starfrost im Deck, aber ja, Astralaut Gameplay ist erstmal nicht möglich, solange wir keinen weiteren Visa Starfrost auf die Hand oder in den Friedhof bekommen. Manadium glühend, beschwört Manadium sanft. Der Field Spell revived Manadium glühend. Wir specialen Blue. Blue sucht uns Jet. Jetzt kommt die ganz normale Sprite Line. Jet sucht uns den Starter. Wir beschwören, flippen den flinken Angler, machen daraus unseren Riesensprite. Der aktiviert seinen Effekt. Legt den, oder erst machen wir ein Sprite Elf, damit wir Platz haben. Jetzt aktivieren wir den Effekt von Giant Sprite, Riesensprite. Wir hängen ein Material ab. Vollkommen egal, welches wir da benutzen.
und beschwören so aus dem Deck Sprite Karotte. An der Stelle wäre Sprite Rot besser gewesen, dann würden wir nur 1000 Schaden durch den Starter bekommen. Aber das ist eigentlich relativ egal. Wäre optimal, wenn wir jetzt Rot beschworen hätten und nicht Carrot. Und Carrot dann durch den Starter. Wir nutzen jetzt unseren Riesensprite und unseren Manadium Sanft für Sprite Sprint. Sprint und Elf können beide nicht in diesem Spielzug als Link-Material benutzt werden. An der Stelle wichtig, dass wir hier die Stelle frei haben für unsere IP. Unser Sprite Elf schickt den flinken Angler aus dem Deck auf den Friedhof. Der Special zweimal flinker Manta. Flinker Manta und flinker Manta werden zu IP Mascarina für die Link-Beschwörung im gegnerischen Spielzug. Wir aktivieren den Sprite Starter und beschwören Sprite Rot. Somit haben wir ein Monster Negate, ein Zauber und Fall Negate, ein Revive Stufe 2 im gegnerischen Spielzug und eine Link-Beschwörung im gegnerischen Spielzug. Zusätzlich können wir jetzt immer noch den Effekt von Sprite Elf aktivieren, denn den haben wir noch nicht aktiviert, und reviven ein Stufe 2 Monster, nämlich Manadium Sanft, aus dem Friedhof. Heißt, wenn er die Karte zerstört, specialt sich ein weiterer Manadium Sanft aus dem Deck der Stufe 4 und wir könnten ihn sogar reviven durch den friedlichen Planet Kalarium. Ja, wir beenden den Spielzug, denn wir haben nicht die nötige Angriffspower, um über seinen Fenrir drüber zu rennen. Er beschwört den Tiefseetaucher, den er sich ja aufs Deck gelegt hat. Tiefseetaucher beschwört die Gitarren Gurnats Duoniges, wie auch immer die heißen, die Gitarren-Dudes. Und er darf jetzt Karten, die obersten Karten unseres Decks verbannen in Höhe der Anzahl der Wassermonster, die er kontrolliert. Also 2 Stück. Es verschwinden Ash und Harpien Flederwisch. Nicht so schlimm. Er erhöht die Stufe und macht eine Synchrobeschwörung der Stufe 8. Was könnte es anders sein als weißer Aurawal? Drachit wäre auch noch möglich, aber weißer Aurawal war da die wahrscheinlichste Option. Weißer Aurawal aktiviert jetzt seinen Effekt, wenn er so als Synchrobeschwörung beschworen wird, darf er alle Monster des Gegners in Angriffsposition zerstören. Das wären bei uns Elf, Sprint und IP. Das wollen wir nicht. Deswegen aktivieren wir, oder er chaint darauf, den Effekt von Magellanica. Einmal pro Spielzug während der Mainphase, falls du eher ein Wasser-Synchromonster als Spezial beschwört, er kann eine Karte von unserer Hand ansehen, sie auswählen und für den Rest des Spielzuges bis zur Endphase verbannen. Zusätzlich aktiviert er den Effekt von weißer Aurawal. Zerstört alle Monster an Positionen, die der Gegner kontrolliert. Das wollen wir nicht, aktivieren darauf den Effekt von Sprite Rot. Schicken den Sprint auf den Friedhof, um auch gleichzeitig seinen weißen Aurawal zu zerstören. Das ist an der Stelle allerdings nicht ganz so gut, wie es hätte sein können. Aber hey, darauf chainen wir den Effekt von Elf. Wir haben jetzt ein Dings frei, eine Zone frei. Beschwören Manadium glühend in Verteidigungsposition und aktivieren den Effekt von IP, um eine Link-Beschwörung zu machen. IP und Elf werden zu Rusevia, Ritter, Mac, was? Ich kann nicht lesen. Mac Ritter Crusadia Avamax kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden, ist also geschützt vor dem Effekt von weißer Aurawal, kann nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden und kann praktisch nicht zerstört werden durch Kampf mit spezialbeschworenen Monstern. Wir reviven Manadium glühend in Verteidigungsposition. Der Effekt von weißer Aurawal wird negiert. Der würde jetzt eh keine Monster mehr zerstören an der Stelle. Wird zerstört. Sein Zauber aktiviert sich, sein Field Spell verbannt bis zur Endphase den flinken Biber. Vollkommen okay, brauchen wir gar nicht. Wir haben einen Monster-Effekt aktiviert, das heißt, er darf jetzt den Fenrir-Effekt aktivieren und eine unserer offenen Karten verdeckt verbannen. Die beiden wahrscheinlichsten Karten, die er verbannt, sind hier Sprite Karotte, ist ein Zauber- und Fall-Negate, der noch aktiv ist, oder unser Field Spell. Er könnte auch Angst haben vor Manadium glühend oder Manadium sanft, falls er sie durch Kampf- oder Karteneffekte zerstören will. Aber unwahrscheinlich, dass er die auswählt. Er nimmt Parrot. Zusätzlich aktiviert sich der Effekt von weißer Aurawal. Deswegen habe ich gesagt, ist nicht so effektiv wie eigentlich bei anderen Monstern, wenn wir ihn zerstören. Weil er kann sich reviven, wenn er durch einen gegnerischen Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof gelegt wird. Oder durch Kampf kann er ein Wassermonster im Friedhof verbannen und der weiße Aurawal kehrt zurück. Sogar als Empfänger. Parrot wird verdeckt verbannt. Er sucht sich Kestira Rysard. Specialt Rysard aktiviert den Effekt von Rysard, verbannt eine
Kashtira-Überlappung, eine Kashtira-Karte, die eigentlich niemand spielt. Wenn sie verbannt wird, kann er ein offenes Monster wählen, das wir kontrollieren und die Effekte annullieren bis zum Ende des Spielzugs. Bringt gar nichts. Haben wir schon aktiviert. Aktiviert sich im Friedhof, aktiviert sich auch im Friedhof und kann nicht als Ziel gewählt werden. Zusätzlich verbannt er 3 Karten von unserem Deck. Verdeckt. In dem Falle Manadium Sanft, sehr schade. Manadium Rium Hart, auch sehr schade. Und ein Maxi. Ja, er wird Stufe 7 und er lockt sich in Xyz-Monster. An der Stelle wichtig. Er annulliert den Effekt von Manadium Sanft, bringt gar nichts. Er beschwört ein Xyz-Monster. Habe ich überlegt, was holt er jetzt? Metal Flare für den Burn Damage oder Shangri-La für den nächsten Spielzug, um sich einen weiteren Fenrir aus dem Deck zu specialen. Oder geht er into Big Eye und klaut sich eines unserer Monster, was im dem Fall gar nichts mehr bringt, weil er keine Synchro und keine Xyz-Beschwörung mehr Link-Beschwörung mehr machen kann, sondern nur noch Xyz und wir haben nur Stufe 2 Monster, die er klauen kann, denn Avamax kann nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden. Er aktiviert den Effekt und holt sich unseren Sprite Rot. Erhöht die Stufe seines weißen Aura-Wals auf 10, warum auch immer. Will angreifen, überlegt sich dann doch, dass er nicht angreift, weil, ja, Crusadia, Mac Ritter, Avamax würde nur seine Karte zerstören und er kriegt Schaden. Und wenn er unsere Manadium glühend oder sanft angreift, dann reviven sich sanft und glühend plus Special aus dem Deck. Wobei das bei sanft halt jetzt ein bisschen schwieriger wird, denn wir haben ja hier verdeckt, ein sanft ist verdeckt verbannt worden. Und das weiß er aber nicht an der Stelle. Biber kommt zurück auf unsere Hand in der Endphase und wir ziehen. Wir ziehen Sprite Blau, bringt uns gar nichts. Special Sprite Blau, beschwören den Biber als Normalbeschwörung, reviven den Angler. Machen aus Blau und Manadium glühend einen Sprite Elf. Machen eine Synchro der Stufe 6 zu Sternstaub Angriffskrieger. Der lässt uns eine Karte ziehen und Elf revivet unser Sanft. Wir ziehen eine sehr gute Karte, kann ich schon mal spoilern. Sanft wird revived. Wir ziehen Manadium Rium Hart. Perfekt. Rium Hart zerstört jetzt den Manadium Sanft, kommt gespecialt. Rium Hart darf jetzt eine Manadium-Karte von unserem Deck auf unsere Hand holen, während der Field Spell unser Sanft revived als Stufe 2 Empfänger und Sanft auch selber nochmal aus dem Deck ein Manadium Sanft beschwört, der dann Stufe 4 werden kann, was wir auch tun. Holen uns durch den Effekt von Manadium Rium Hart die Manadium-Umdeutung auf die Hand. Solange wir ein Synchro-Monster kontrollieren, können wir eine Aktivierung, also wie Solon Judgment, nicht den Effekt, sondern die Aktivierung einer Zauber, einer Falle oder eines Monster-Effekts annullieren. Und zerstören, sofern wir ein Visa Starfrost-Monster kontrollieren oder ein Monster mit 1500 Angriffspunkten und 2100 Verteidigungspunkten. Deswegen, ja, ist halt Solemn Judgment ohne Life Points zahlen. Dann machen wir eine Synchro der Stufe 8 mit einem Synchro-Monster als Nichtempfängermonster, wichtig, zu Crystal Wing Synchro-Flügeldrache und eine weitere Synchro-Beschwörung der Stufe 8 zu Kalibalade Wilddrache. Der rüstet jetzt die IP aus unserem Friedhof aus, kriegt dadurch 2 C-Marken und kriegt auch pro Linkstufe der Karte, mit der er ausgerüstet ist, kriegt die Hälfte der Angriffspunkte des Monsters, mit dem er ausgerüstet ist, als Angriffspunkte hinzugerechnet. Was haben wir also auf dem Feld? Wir haben einen Sprite Elf, der im nächsten Spielzug reviven kann. Ein Stufe 2 Monster. Wir haben Avamax, der nicht durch Karteneffekte zerstört werden kann, nicht als durch Karteneffekte, als für Karteneffekte als Ziel gewählt werden kann. Und praktisch, ja, kampfimmun ist gegen jedes spezial beschworene Monster. Wir haben Crystal Wing, ist ein Monster Negate, plus ein Boost, wenn er dadurch ein Monster auf dem Spielfeld zerstört. Und wir haben Kalibalade Wilddrache, das ist ein Omni Negate einmal pro Spielzug. Plus, wir haben die Falle, die einen Omni Negate bzw. Aktivierungsnegate für Zauber und Fallen und ein Omni Negate für Monster ist. Ja, wir gehen in die Battle Phase, greifen mit Avamax den weißen Aura-Ball an und er aktiviert Spiegelkraft. An der Stelle, ich habe überlegt, ob ich statt Kalibalade Wilddrache auch den entstiegenen Drachit beschwöre, ob das da die bessere Wahl ist, aber ich dachte, Omni Negate ist immer besser als nur Zauber und Fall Negate. Und naja, hätte so oder so funktioniert. Wir negieren den Effekt von Spiegelkraft durch Kalibalade Wilddrache.
Sonst hätte nur unser Avamax überlebt. Avamax greift den weißen Aurawal an, wird geboostet. Unser Gegner kriegt ordentlich Schaden. Er aktiviert den Effekt von weißen Aurawal. Heißt, er darf ein Wassermonster im Friedhof wählen, es verbannen und weißer Aurawal kehrt zurück. Das wollen wir nicht, also aktivieren wir den Effekt von Crystal Wing, annullieren das. Crystal Wing boostet sich dadurch nicht, denn er zerstört das Monster nicht auf dem Spielfeld. Heißt, er bleibt bei 3000 Angriffspunkten. Greifen mit Crystal Wing Big Eye an. Big Eye ist zerstört. Greifen mit Kaliberlade Wilddrache unseren Sprite Rot an und greifen mit Sprite Elf direkt an. Setzen die Falle und beenden den Spielzug. Vor Evenly Matched brauchte ich keine Angst zu haben, denn er kontrollierte bereits den Field Spell. Das heißt, er kann Evenly Matched nicht aus der Hand aktivieren. Er setzt eine Karte, specialt unser Kestirer Unicorn, specialt sein Kestirer Unicorn und wir aktivieren darauf unseren Sprite Elf. Reviven also ein Stufe 2 Monster aus dem Friedhof. Hier kommt Manadium glühend. Warum nicht sanft? Ganz einfach, wir haben bereits beide sanft im Friedhof plus das dritte sanft verbannt. Das heißt, wenn sanft zerstört wird, könnte sich sanft nicht aus dem Deck specialen. Bedeutet, wenn er jetzt Manadium glühend aber zerstört, bekommen wir ein weiteres Manadium glühend aus dem Deck plus der Field Spell Revive Manadium glühend aus dem Friedhof. Das heißt, wir kriegen zwei Monster zurück. Das ist praktisch. Außerdem wollte ich den Effekt seines Kestirer Unicorns baiten. Was auch funktioniert, das annullieren wir mit dem Effekt von Kristallflügel Synchrodrache. Hätten wir natürlich auch mit dem Kaliberlade Wilddrache negieren können oder dem Manadium Umdeutung, aber die spare ich mir auf, weil Omni Negates immer besser sind als nur Monster Negate oder nur Zauber und Fallen Negate. Zusätzlich können wir dadurch sein Kestirer Unicorn zerstören, was wir auch tun. Wir zerstören Kestirer Unicorn, Effekt ist annulliert und unser Crystal Wing bufft sich um die Angriffspunkte des Kestirer Unicorns. Hat also jetzt 5500 Angriffspunkte bis zur Endphase dieses Spielzugs, wenn ich richtig liege. Genau, bis zum Ende des Spielzugs. Und unser Gegner gibt auf, denn an der Stelle kann man wirklich nicht mehr viel machen. Gut, wir gucken uns die Deckliste an. Kombos hattet ihr in den letzten Videos zu Manadium Sprite ja schon gesehen. So, einmal die Deckliste. Wir haben drin zweimal Kauz und Schlossvogel. Kann man rausnehmen, wenn man möchte. Ich habe es gegen Pearly drin, weil mich Pearly ziemlich nervt. Dann haben wir dreimal Maxi, zweimal Flinker Manta, zweimal Flinker Angler, einmal Flinker Biber, zweimal Sprite Blau, einmal Sprite Strahl, einmal Sprite Rot, einmal Sprite Karotte. Dreimal Manadium Sanft, zweimal Manadium Glühend. Hatte ich den nicht dreimal drin? Man kann überlegen, sie dreimal reinzunehmen. Manadium Glühend. Dann einmal Ash, zweimal Ash, auch wegen dem Auslöschungsinformanten mit drin. Dann dreimal Riumhard, zweimal Visa Starfrost, einmal Nibiru, auch hier wegen dem Auslöschungsinformanten hauptsächlich drin. Hat aber auch schon mal funktioniert in einem gegnerischen Spielzug, dass ich Nibiru beschworen habe und dadurch gewonnen habe. Also das kann auch passieren, deswegen keine schlechte Karte. Dann einmal Harpien Flederwisch, einmal Verstärkung für die Armee, damit wir unseren Riumhard suchen können. Dann einmal Herold des Abgrunds, suchen wir uns durch Schoß der drei Taktiken, um halt die entsprechenden Pearly-Monster, Pearly Noir oder andere Tower-Monster zu beseitigen, weil wir spielen hier keine Goddess, wir spielen keine Kaijus, wir spielen kein Evenly Match, deswegen ist das schon eine ganz praktische Karte. Den Harpien Flederwisch können wir uns auch durch Stoß der drei Taktiken suchen, gegen Traptrix oder Labyrinth zum Beispiel. Dann zweimal Talent der drei Taktiken, zweimal Stoß der drei Taktiken, dreimal Manadium Obsession, dreimal friedlicher Planet Kalarium, einmal vom Grab gerufen, kann man überlegen, zweimal reinzunehmen, statt zum Beispiel die beiden Kauz- und Schlossvogels. Dann einmal Auslöschungsinformant, einmal Sprite Starter und einmal Manadium Umdeutung. Im Extra-Deck haben wir einmal teuflischer Astrolaut, kann man mit reinnehmen zweimal. Da würde ich dann beim ersten verzichten, entweder auf Chaosengel oder auf goldenes Wolkenungeheuer Malong. Dann einmal Sternstaub Angriffskrieger, damit wir in Crystal Wing reingehen können. Und er lässt uns halt eine Karte ziehen. Dann einmal Malong. Ist interessant, weil es halt ein Empfänger der Stufe 6 ist. Ein Synchro-Empfänger. Und falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, können wir eine offene Karte wählen, die der Gegner kontrolliert und sie auf die Hand zurückgeben. Zusätzlich, wenn sie beschworen wird, können wir die Stufe des Monsters um 1 erhöhen oder verringern. Auch hier interessant, was man damit durchaus machen kann. Besonders, wenn wir uns gegnerische Monster klauen können durch den Effekt von Talent der drei Taktiken. Dann einmal Crystal Wing, einmal Kaliberlade Wilddrache,
Einmal Steinbefreier entstiegener Drachit als Zauber- und Fallnegate, Blumenbaronin Omni-Negate und Destruction. Dann Eisjade Gimir Egreen schützt uns vor Verbannung, vor Destruction und verbannt gegnerische Karten. Kann sich außerdem selbst reviven, wenn unser Gegner Karten verbannt. Also relativ starke Karte an der Stelle, muss aber mit einem Wasserempfänger gemacht werden. Dann haben wir einmal Chaosengel. Spiele ich so gut wie nie. Können wir machen mit Visa Starfrost und Manadium Riumhard. Zum Beispiel. Ist auf jeden Fall möglich. Oder Visa Starfrost und Sprite Strahl und Blau. Mit Sprite Strahl und Blau auf dem Feld. Plus Visa Starfrost haben wir sogar den Licht- und Finsternis-Bonus von Chaosengel. Ansonsten haben wir nur den Lichtbonus und der ist meistens besser als der Finsternis-Bonus. Dann einmal Riesensprite kann man überlegen, zweimal reinzunehmen. Wie gesagt, man kann man Malong rausnehmen oder halt den Chaos Angel. Dann haben wir einmal IP. Zweimal Elf sollte man zweimal mit drin haben. Ist schon ziemlich gut, den zweimal dabei zu haben. Einmal Sprite Sprint und einmal Mech Ritter Crusadier Avamax. Ja, so sieht das Deck aus. Wir sehen uns, hören uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.